Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Part 3 von meinem Black Myth Wukong Walkthrough. In dieser Folge hauen wir 3 Bosse um. Zuallererst, wir holen uns erstmal die Truhen. Hier sind nämlich 3 Truhen, die wir uns schnappen wollen. Und dann machen wir doch mal eine Rüstung, weil die nächsten Bosse ein bisschen knackiger werden. Und man die Rüstung relativ easy auch herstellen kann. Genau, holt euch die 3 Truhen, die hier sind. Kommt ein bisschen Geistessenz, Steinseele und da diese Armschützer, die wir eben bekommen haben. Und last but not least, ein bisschen Garn. Genau, das benötigen wir auch nur für die Rüstung Garn. Es gibt nämlich noch seltenere Materialien und die wollen wir uns noch aufheben für wichtigere Rüstungen später. Kopf brauchen wir nicht, da haben wir diese Maske bekommen. Wir wollen nämlich die Schlangenschuppen-Kampfrobe. Die stellen wir jetzt her, verringert die Ausdauerkosten im Wasser stark, ist eigentlich egal. Es geht eigentlich hier primär um die Verteidigung, die wir dann ein bisschen hochpumpen. Genau, stellt die her, rüstet sie aus. Und ein bisschen Giftresistenz. Auch nicht verkehrt. Weil das kriegen wir jetzt hier in dem Level noch nicht viel ab, Gift. Aber das kommt noch. Nächster Boss ist der älteste Jinchi. Und der ist quasi ähnlich wie unser letzter Freund, der wandelnde Schatten. Das ist quasi der große Bruder von ihm. Ähnliches Moveset. Und den werden wir jetzt auch platt machen. Gleiches gilt wie immer. Das passiert ist, weiß ich auch nicht. Würde ich am liebsten jetzt resetten den Kampf. Wichtig ist, ab der Hälfte geht er quasi in einen Zustand, da laufen die ganzen Leute, die ihr jetzt hier um ihn herum seht, auf ihn zu und heilen ihn. Wir müssen die dann in der Zwischenzeit kaputt haben. Ihr könnt sehen, ähnliches Moveset. Ich finde den aber nicht annähernd so aggressiv. Auch geheilt und wir werden geheilt und alles, ja. So, und jetzt kommt die Phase. Wir steigen in die Luft und jetzt könnt ihr sehen, kommen die von außen rum. Überall. Es reicht ein Hit. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn die den Boss ein bisschen heilen. Aber versucht es am besten zu vermeiden. Am besten hätten wir den irgendwie in eine Ecke drängen müssen sollen, damit wir einen besseren Überblick kriegen, weil dann kommen die nur von einer Seite. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich denke jetzt, oh, das sind aber wenig Viecher. Naja, kommen noch ein paar mehr. Ich versuche ein bisschen im Kreis zu rennen und die abzuhalten. Vielleicht sollte die Phase wieder vorbei sein. Okay, fast vorbei. Zack, kriegt hier einen ab. Lass ihn kurz hinfallen. Warten, bis er hochkommt. Dann kriegt er unser Stabbein. Zack. Auf die Tin. Hier nochmal freezen. Ich habe jetzt noch nicht mal meine Transformation benutzt. Also der ist nicht so hart. Ich finde den wandelnden Schatten wirklich um einiges härter. Genau, Cutscene überspringen wir. Wir werden jetzt hier wieder raus teleportiert. Mehr müssen wir auch hier nicht machen. In der Secret Area. Die Secret Area sind eigentlich alle ziemlich klein. Es gibt eine in Kapitel 4, ist das, glaube ich. Die ist ein bisschen größer. Es gibt insgesamt 6 Kapitel. Obwohl Kapitel 6 eher wie ein Boss Rush ist und sehr klein. Das jetzt hier nur ein bisschen, um uns vorzutasten. Dann gehen wir hier hin, untersuchen den armen Kerl da oben.
und bekommen ein Gefäß. Es gibt vier Gefäße. Das ist jetzt auch mit Abstand das schlechteste Gefäß. Können wir hier sehen. Die haben alle Spezialeffekte. Wenn wir jetzt hier R2 und den L-Knopf reindrücken, bekommen wir quasi Immunität gegen Brand. Das wird nachher sehr wichtig. Es gibt zwei Bosse jetzt, gegen die wir gleich kämpfen, die sehr viel Feuer benutzen. Und erhöht die Brandresistenz erheblich und gewährt Immunität gegen Brandschaden. Genau. Und Lava bedeckt das Gelände. So, und danach wollen wir den normalen Weg weiter. Weiter in der Story. Genau, ich denke mal, dass wir in dieser Folge schon fertig werden mit dem ersten Kapitel. Und dann nächsten machen wir dann im zweiten Kapitel weiter. Da geht's dann erst so richtig rund. Vor allem gibt es da eine Stelle, die ich hasse. Da sind so unglaublich viele Bogenschützen. Nervt, wirklich. Auch jetzt gleich hier gibt's. Jetzt gleich kommt eine Stelle, stimmt. Jetzt gleich kommt schon eine Stelle, die ist unglaublich nervig. Da vorne haben wir einen Gegner. Wir laden unsere Fokuspunkte auf. Hopp. Und schau. Wir brauchen auf jeden Fall neue Ausdauer. Ich hoffe, wir bekommen mal gleich so eine Pastille oder sowas. Haben wir wieder einen neuen Eintrag in unser Tagebuch. Und gehen nach hier hinten. Da haben wir einmal einen Meditationsspot. Das heißt, jedes Mal, wenn wir meditieren, bekommen wir schön einen Geistfunken. Oh, wir haben wieder 6. Können wir mal ausgeben. Und holen uns hier noch die Pastille. So, mehr Mana. Nice. Auch sehr wichtig. Und hier noch den Pilz. Und dann können wir mal kurz ein, zwei Level noch weiter machen. Ich vergesse es immer. Ich habe es auch bei meinem Playthrough unglaublich oft vergessen. Genau das hier auf jeden Fall. Dann machen wir das hier. Und ich würde, glaube ich, Aufladegeschwindigkeit ganz gerne noch machen. Genau. Ausdauerkosten, obwohl. Wir werden das eh alles hochhauen. Einfach für unsere Fokuspunkte. Und wahrscheinlich ist am Anfang Stabhaltung sowieso das Wichtigste. Keine Sorge, vielleicht kommt auch ein Schrein. Deswegen benutzt euer Zeug. Peinlich. Aber wir hauen alles um. Man könnte auch hier durchrennen. Also wenn ihr keinen Bock habt, gegen die zu kämpfen, der Schrein ist jetzt gleich da vorne, die Gegner müsst ihr leider umhauen. Und später bekommen wir auch noch sehr viel mehr Crit-Schaden zu unseren Angriffen. Das macht einen riesen Unterschied hier im Game. Macht's wirklich. Auf dem Weg haben wir noch einen Jade-Lotus. Und die beiden. Ich lade meine Attacke auf. Versuche beide zu erwischen und erwische nicht einen. Aber das ist eh ein Schrein. Deswegen machen wir die beiden jetzt einfach so kaputt. Alright. Haben wir direkt den nächsten Boss jetzt. Das ist der König des schwarzen Windes. Der ist nicht ganz so schwer, aber der ist ein bisschen tricky am Anfang. Übrigens, da haben wir noch eine neue Rüstung gekriegt. Die werden wir aber nicht herstellen, weil hier haben wir das Problem, dass die zum Beispiel Seide kostet. Und das wollen wir uns aufsparen, bis wir bessere Rüstung kriegen. Deswegen nicht herstellen. Genau. Gerastet haben wir, ne? Ja, alles wieder da. Ich erkläre ein bisschen während des Kampfes, weil der hat eine Attacke, der ist ziemlich aggressiv, viel Feuerschaden, deswegen unser neues Gefäß ist da ziemlich hilfreich.
Aber der hat eine Attacke, deswegen sollen wir unsere Sachen am besten nicht wasten. Dass er nämlich sich in so eine Art Rauch verwandelt. Ah, scheiße. Genau das meine ich. Und am besten ausweichen, sobald es knallt. Knallt, ausweichen. Und dann kommt er in die Mitte. Wir laden unsere Attacke auf. Und gehen voll rein. Ah, komm schon, ich dachte, das ist fertig. Knallen. Oh, das kam schneller, als ich gedacht habe. Versucht ein bisschen Abstand zu kriegen. Er kommt jetzt wieder runter. Und kriegt direkt wieder von uns einen starken Attacker ab. Oh nein, Mann. Kommt wieder runter. Wandle mich. Und das meine ich, seine Kombos. Ich will nicht mein Special. Ein bisschen Schaden. Ich meine jetzt hier unser Gefäß. Einfach, dass wir jetzt keinen Feuerschaden aus dem Nichts kriegen. Ist egal, wir kriegen keinen Feuerschaden. Komm. Mann. Bist du nervig. Den Kollegen sehen wir nachher auch nochmal wieder, aber als Bär. Wir bekommen jetzt erstmal von ihm einen neuen Zauber, den wir jetzt noch nicht so oft nutzen werden. Später können wir den häufiger benutzen. Der ist super, um schnell an Gegnern vorbeizukommen oder mal kurz durchzuatmen, wenn ihr kein Leben mehr habt. Am Ende wird er super. Dann werden wir den auf jeden Fall häufiger nutzen. Unser kleiner stinkender Freund erzählt uns jetzt erstmal ein bisschen was über den. Und natürlich auch über den Zauber. Genau, Wolkenschritt. Ich kann ihn euch auch nur kurz zeigen. Wir hinterlassen quasi einen Klon an unserer Stelle. Zack. Und gehen hier in die Welt über. Und die sehen uns nicht, die Gegner. Ihr könnt dann quasi auch heilen. Aber sobald ihr angreift, kommt ihr wieder da raus. Oder wenn euer Klon stirbt, der hat nur eine gewisse Menge an Leben. Genau. Hier hinten links in der Ecke, ganz wichtig, Weinwegwurm. Nehmt das auf jeden Fall mit. Dann sammeln wir hier noch ein Ginseng ein. Einfach hier links halten, hier hoch, darüber, da haben wir noch eine Truhe. Und dann, das können wir eigentlich mal ausrüsten, das ist sehr, sehr fein. Das ist nämlich wieder eine Rarität und die gibt uns mehr Verteidigung. Und dann gehen wir nochmal einmal hier auf die Seite, holen uns den Jade-Lotus und dann geht's weiter. Keine Sorge, wir kommen gleich an den Schrein. Also falls ihr... irgendwie Schiss habt ihr jetzt mit Mana leben, wie auch immer. Quetschen uns jetzt erstmal hier durch, durch den God of War Ladebildschirm. Es hat so lange gedauert, bis ich gerafft habe, dass das ein Ladebildschirm ist. Aber clevere Lösung eigentlich. Gehen erstmal, bevor wir zum Schrein gehen, hier unten hin. Hier haben wir nämlich noch ein Pilzchen. Schlangenkopfpilz. Und schnappen uns dann hier oben den Schrein. Genau. Und dann einmal rasten. Können wir eigentlich noch ein bisschen aufleveln.
Und zwar würde ich gerne in Ausdauer. Genau, Veränderung könnt ihr jetzt aussehen. Haben wir den Wolkenschritt. Könnt ihr nutzen. Ich nutze ihn noch nicht so wirklich, deswegen halte ich das erstmal für mich. Jetzt gleich kommt übrigens die Stelle, die ich so unglaublich ätzend finde mit... Ich weiß nicht, wie vielen Bogenschützen. Das ist so unglaublich ätzend. Aber ihr könnt sehen, hacken, schlagen. Und wenn die euch dann haben... Ich weiß auch nicht, woher die ganzen Feinde nehmen. Und davon habt ihr jetzt noch ein paar mehr. Da hinten stehen die schon. Den locke ich hier mal ganz gerne an. So, und oben ist ein Bogenschütze, unten ist ein Bogenschütze. Hier benutze ich dann den Schritt das erste Mal. Schalte den aus. Ach, komm schon. Boah, ist das ätzend. Wir rennen jetzt erstmal durch. Schnappen uns den hier oben links, den Bogenschützen. Lass den Stier erstmal Stier sein. Gehen dann nach hier und ihr könnt hier einen Doppelsprung machen. Das macht ihr, indem ihr springt und dann Dreieck drückt. Könnt ihr sehen, wie viele Bogenschützen hier sind. Hinter uns sind noch welche, vor uns sind noch welche. Aber keine Sorge, Stier ist langsam, der Typ ist langsam. Zwei Fokuspunkte sollten eigentlich reichen, wenn ich dich treffen würde. Runterfallen könnt ihr nicht, der Stier schafft es selten, hier hinzukommen. Aber eine gute Taktik gibt es hier wirklich nicht, außer durchrennen vielleicht. So, jetzt schnappe ich mir den Bogenschützen da hinten. Und dann kann ich mich um unseren Stierfreund kümmern. Klong. Gehen wir jetzt nochmal zurück. Jetzt haben wir hier alles geklärt. Die ganzen Bogenschützen sind weg. Dann gehen wir hier unten links hin. Und vorsichtig, hier ist ein Gegner mit einem Geist. Dem wollen wir natürlich auch direkt einen... Oh nein, er hat schon... Direkt einen mitgeben. Benutzt auch gerne eure Zauber, weil wir sind gleich wieder am Schreien. Und hier bekommt ihr ja, wie gesagt, auch eure ganzen... Gurden, unsere ganze Gurdenauffüllung zurück. Deswegen benutzt eure Gurde. Wolfsassassine, aber der ist nicht annähernd so gut wie zum Beispiel unser wandelnder Schatten. Da haben wir hier noch Natur und hier Ginseng. Lass mal kurz gucken. Da ist ein Pilz, Geistessenz, Truhe und weiter nach oben haben wir noch einmal eine Pille, die wir uns holen wollen. Ein Ginseng und dann ein Schwein. Und dann schon wieder ein Boss. Und zwar der letzte Boss von dem Kapitel. Wie gesagt, ihr könnt hier auch die Attacke benutzen. Aber jetzt sehen die Kombos sind so lang auch von diesen Idioten. So. Hier haben wir unsere Pastille. Die gibt uns jetzt mehr... Ah, schon wieder mehr. Nee, Ausdauer. Ah, endlich. Und das Dauerzauber. Weil wir sind gleich am Stein. Das Ginseng. Und dann haben wir alles. Dann kommen wir durch zum Schrein. Dürfte noch ein Gegner, glaube ich, kommen, ne? So. Zwei. Ein
Und das war's. Boah, endlich. Ich hasse es hier. Ihr könnt auch wirklich durchrennen, wenn ihr wollt. Schnappt euch die Pastille. Ihr könnt auch auf den Ginseng verzichten. Ich würde natürlich, ihr müsst euch unten den Gegner mit dem Geist schnappen. Ansonsten ist der Rest, auf den kann man durchaus verzichten. Dann wollen wir nochmal ein Level in Stabhaltung rein. Und zwar... Völlig egal. Und jetzt haben wir 4 Kombo-Punkte schon. Fokuspunkte. Ich sage immer Kombo-Punkte. Ist aber Quatsch. Okay, beim nächsten Boss. Ich würde gleich am Start tatsächlich unsere Transformation benutzen, weil der Kampf dauert so lange, dass ihr genug Zeit habt, die Transformation nochmal im Laufe des Kampfes gegen Ende dann zu benutzen. Erstmal natürlich seinen ersten Angriff abwarten und dann transformieren. Nein, er verschwindet. Versucht jetzt nicht zu wasten, so wie ich. Feuer. Auch hier. Sobald er explodiert, bereit machen auszuweichen. Immer die Explosion abwarten. Wenn ihr brennt, ein paar Mal ausweichen, dann sollte das eigentlich weggehen. Ihr könnt sehen, wie viel Leben der Bruder hat. Immer verzögerte Attacken drauf achten. Oh nein, jetzt gehe ich einfach mal in den Wolkenschritt. Nur um kurz zu heilen. Wir haben eigentlich noch genug Mana. Hier nochmal einen mitgeben, dass er umfällt. Die Zeit reicht jetzt doch nicht ganz. Mit meinem roten Fluch. Weil ich ihn vorher schon platt mache. Aber normalerweise ist der Kampf doch ein bisschen länger so, dass ihr rote Fluch, also unsere Transformation, nochmal benutzen könnt. Was sehr hilfreich ist. Gerade wenn ihr nicht mehr so viele Schlücke aus eurer Gurde habt. Das werde ich auch alles überspringen hier. Das muss ich mir leider alles reinziehen. Schöne Geschichte, aber ich wünschte, das könnte man auch überspringen. Hab ich jetzt so oft gesehen und gehört. Obwohl ich es geil finde. Ich will das Buch, glaube ich, mal lesen. Auch gerade, weil ich oder wahrscheinlich jeder in meinem Alter ein riesen Dragon Ball Z-Fan war. Und dass ja doch alles angelehnt ist an Wukong, mit der Wolke, mit dem Stab, die ganzen Namen. Ja.
Shenlong besiegen wir, glaube ich, auch in ein paar Folgen schon. Genau, jetzt bekommen wir unser erstes, ich glaube, Relikt da ist. Eine Stufe, Geistfunken, sehr nice, ein bisschen Geistessenz. Und hier noch ein paar Items. Da können wir nämlich auch direkt in unser Equipment und hier haben wir unser Relikt. Habt ihr drei Fähigkeiten, ihr könnt die natürlich immer tauschen. Am Schrein, wenn ihr wollt. Wir machen jetzt erhöht den erfolgreichen leichten Angriff beträchtlich. Erfolgreiche Treffer mit enthüllender Schlag verringern die Abklingzeit dieses Zaubers stark. Enthüllender Schlag ist quasi, wenn ihr aus dem Wolkenschritt kommt, erhöht den kritischen Trefferschaden beträchtlich. Entweder scharfe Einsicht. Ich glaube aber am Anfang ist tatsächlich das oben am besten. Später werden wir wahrscheinlich auf scharfe Einsicht im New Game Plus sowieso die beiden ausrüsten. Wir können auch einen neuen Stab herstellen. Den aber noch nicht. Können wir eh noch nicht. Wir haben noch nicht genug Yao Guai-Kerne. Genau, noch nicht herstellen. Hier haben wir auch den Kollegen. Das haben wir aus der Kiste eben geholt. Und sonst Weinwegwurm. Hätten wir eigentlich mal machen können. Zum Affen gehen. Habe ich, glaube ich, sogar aufgeschrieben. Jetzt können wir hier sehen. Niedere Yao Guai haben wir uns alle geholt. Aber ihr könnt sehen, da fehlt doch noch ein Yao Guai König. Und das ist tatsächlich der hinter dem Wasserfall war. Den holen wir uns in ein paar Folgen erst, weil wir brauchen das Item dafür, um diesen Wasserfall überhaupt auszustellen. Genau, dann gehen wir ins nächste Kapitel und dort würde ich sagen, machen wir dann nächste Folge auch weiter. Bevor es dann... Ja, jetzt wird es ein bisschen ernster. Obwohl, Kapitel 2 ist auch noch in Ordnung. Kapitel 3 ist ewig lang. Kapitel 3 ist wirklich unglaublich groß und die Wege sind verwirrend. Ich bin mal gespannt, wie ich das am besten angehe, um euch da am besten durchzuführen. So, dass es nicht verwirrend wird, weil man wirklich tausend Wege gehen kann. Es ist ein riesen offenes Feld. Und dann überspringen wir das Ganze, kommen hier raus und das ist wahrscheinlich der Charakter, den jeder liebt. Der Gitarrist, oder ist ja keine Gitarre, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Die Songs sind klasse von dem Kollegen. Wie dem auch sei, damit gehen wir auch raus. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also Leute,